Servus miteinander und herzlich willkommen zurück zu Metro 2033. Ich bin der Manti und ein bisschen geladen, weil das Spiel mir mit seiner, Ich habe auch eine Waffe. Sie ist mit seinem Design Ort, bis ich alt genug zum Schießen bin. Aber herzlichst auf den Geist geht. Und damit meine ich die Tatsache, dass mir ununterbrochen genau diese hässlichen Mistviecher direkt mal in Hundertschaften hinter die in den Rücken gespawnt werden. In Kombination mit einem Kind, das meine auf dem Rücken, das meine Steuerung viel schwammiger macht. Und auch sonst eigentlich für mich keinerlei Nutzen hat. Und mir nur da zuruft. Sobald das Vieh ungefähr eine Sekunde von mir weg ist. Puh. Was ist jetzt langsam? Scheinen alles nur Salis und keine Menschen mehr zu sein. Okay. Boah, ich bin froh, wenn mir der Plag mich jetzt in Ruhe lässt wieder. Einfach nur, damit auch die Steuerung wieder halbwegs funktioniert. Okay, Kashi wieder nehmen. Zum Glück hat man das viel gehört. Irgendwie ist das einer der Teile, die ich hier aus dem Spiel ausgeblendet habe, und ich weiß auch warum. Ich weiß sehr genau warum. Hey, pass auf, da ist ein Loch! Ach nee. Die sind hier überall und werden von diesen die hässlichen Drecksviechern gegraben. Keine Granaten werfen. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Danke für die Info, Granaten bringen mir eh nichts, hab mir vorher gemerkt. Hey, aufpassen! Da ist noch einer! Ja, ja. Drei, natürlich genau in dem Moment, wo ich nachladen will. So. Ich mache das tatsächlich übrigens deswegen. Das habe ich von Deadpool gelernt. Das ist nämlich gar keine so blöde Idee. Okay. Wegen sowas geht mir das Spiel dann auf den Geist. Es gibt mir Gegner an die Hand, die schneller sind als ich und mir in den Rücken fallen können ohne Probleme, weil sie sich im Prinzip hinter mich teleportieren können, weil sie hier einfach mal reinhüpfen und in irgendeinem anderen Loch rauskommen. Es ist nicht einfach, gegen solche Gegner ruhig zu bleiben. Wenigstens gibt es hier wieder irgendwie Knarre. Bisschen Muni halt, wenigstens. Wo geht's denn da hin?
Wow, das sieht hier ja aus. Ich frag mich, ob der Biker auch eine Gasmaske hat, weil sonst wird der wahrscheinlich hier drinnen irgendwie draufgehen. Hey, was ist das? Sieht aus wie ein Draht. Da! Das dazu. Ich gehe mal doch wieder unten lang. Der gerade Ausweg sieht mir tatsächlich aus wie der, wo es wirklich weitergeht. Wow, nur noch reagiert. Verlassen wir wirklich die Station? Cool. Ich war noch nie in den Tunnels. Mama sagt, dort ist es unheimlich und Kinder verschwinden. Mama sagt, wenn Kinder zu weit in die Tunnels gehen, fangen die Mutanten sie und fressen ihre Gehirne. Und dann werden die Kinder auch Mutanten und jagen andere Kinder. Ist das wahr? Ziemlich sicher. Wenn deine Mama das gesagt hat, dann muss das ja fast schon so sein. Hör auf das, was deine Mama dir sagt. Und geh am besten von meinem Rücken runter. Du nervst. Ich habe mittlerweile so eine leichte Paranoia. Immer wenn ich auf den Boden schaue, habe ich Schiss, dass irgendwas vorne plötzlich hergehüpft kommt. Wow. Sorry, da muss ich ganz kurz Screenshot machen. Das sieht einfach geil aus. Ich glaube, bei Metro 2033 habe ich echt die meisten Screenshots. Irgendwas wow. Sagt mir, da sollte ich nicht hin. Was ist das da oben? Moment, Onkel hat mir mal ein Bild gezeigt. Der Himmel. Das ist der Himmel, oder? Wie eine bemalte Decke. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Du und tausende andere, aber okay. Okay, das war jetzt hier bloß, um einen in die Irre zu führen. Schön. Zu wissen. Ich mag Jump'n'Run-Passagen in Shootern nicht unbedingt. Wer das ganz witzig gemacht hat, war Serious Sam. Meinst du, wir können ganz bis zum Himmel hochklettern? Nein. Moment, so hoch wollte ich doch gar nicht wirklich. Lass mich nicht fallen. Also dafür, dass der Artyom an und für sich. Mein Sascha ist da draußen. Sein Onkel wollte ihn zurückbringen. Aber ich hätte fest. Mama, Mama, das ist meine Mama. Sascha-Enke. Gehen wir, sie sucht nach mir. Was, wenn sie lass mich gehen, haben. Lass mich zu ihr gehen. Sascha-Enke. Der Junge bedeutet, sein Vater ist uns allen wichtig. Und wenn sein Sohn gestorben wäre, hätte ihn das umgebracht. Onkel ist tot, Mama. Und ohne ihn wären wir alle erledigt. Ich habe ihm geholfen, die Monster abzuschießen. Danke. Ja, gerne. Ja. Du hast mir geholfen, Monster abzuschießen. Ich habe den Himmel gesehen. Du kleiner Scheißer, hey. Scheiß hast du. Du hast mein Aim schlecht gemacht. Jetzt geht's wieder genauso, wie es sein soll. Oh Gott, armer Serjosha. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Das kann ich nicht wieder gut machen. Aber nehmen Sie diese Patronen, wenigstens etwas. Danke, ich habe eigentlich genügend Muni. Die schwarze Station ist nicht weit von hier. Aber der Tunnel führt in die andere Richtung. Sie müssen an die Oberfläche. Seien Sie vorsichtig. Neue Monster sind hier aufgetaucht. Faschisten. Sie haben in dem zerstörten Gebäude draußen einen Posten errichtet. Auf dem Platz finden Sie eine U-Bahn-Kreuzung, die zur schwarzen Station führt. Die Jungs werden Sie rauslassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Ranger. Ja. Irgendwas wollte ich gerade sagen, wegen dafür, dass der Artyom eigentlich ein ganz normaler Typ ist. Ist der ja ganz schön fit, muss man mal sagen, weil letztendlich ist er cool, eine Tastatur. Der hat sich ganz normal mit normaler Geschwindigkeit bewegt und hat derweil den kleinen Scheiße da irgendwie durch die Gegend getragen. Dieses Ding ist fünfmal besser als ihre Spielzeugwaffe. Dieses Ding ist fünfmal besser als ihre Spielzeugwaffe. Ach, das ist die Luftdruck.
VSV, die Automatikwaffe wurde verbessert, die Zieloptik hat heute genau die Schüsse mal für Entfernungen. Werfen Sie Ihren Schrott weg, der ist für Babys. Die beste Waffe der Welt, sehr empfehlenswert. Die habe ich schon. Die beste Waffe der Welt, sehr empfehlenswert. Einverstanden. Den? Sie scheinen bereits eine zu haben. Kalasch mit Zieloptik. Nehme ich tatsächlich. Die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Nehmen Sie sich ein paar. Damit können... Soll das ein Scherz sein? Sie haben genau die gleiche. Sie haben wie auch immer. Wenigstens reagieren Sie darauf, dass man schon die gleiche Waffe hat. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Leute, ihr seid verrückt! Was heißt ihr? Ich bin allein. Wow, was für fette Türen, hey. Fallout wäre stolz. Wenn dann bin ich verrückt, Kumpel, ja? Ich ging wieder nach oben, in die finstere Welt des postapokalyptischen Moskaus. Ich wurde in der Lochstation vor einer neuen Gruppe Faschisten an der Oberfläche gewarnt. Aber ich wollte den letzten Wunsch des toten Kommandanten erfüllen und seine Nachricht zur Polis bringen. Ja, okay, schon gut. Spawnt mich halt hier rein ohne Maske. Viele habe ich ihn jetzt. Okay. Jetzt wieder mit normalem Aim. Was wahrscheinlich dann insgesamt auch wieder nicht besser ist. Scheiße, verdammte Fledermäuse! Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Aha. Wer oder was seid ihr, Knilche? Haben Sie Ihre Ausrüstung, Truppführer? Wenn ich Sie von der Luftschleuse holen muss, trete ich Ihnen in den Arsch. Klar, klar. Ich meine, ich habe Sie nicht vergessen, Herr Offizier. Hat der es Glück gehabt, ey? Kommen die jetzt zu mir runter, oder? Natürlich. Shit. Lass ihn nicht entkommen! Alter, mit was für einer Gewalt kommen die denn auf mich zu? Junge, Junge. Die Leiter runter! Verdammte Fledermäuse! Bewegung! Nach dem anderen! Passt also auf! Ein feindlicher Speer! Dachte mir, jetzt habe ich das wahrscheinlich direkt zu mir geschickt. Okay. Okay. Einen erwischt. Ich habe das Gefühl, dass die auf die Distanz keinen hohen Schaden macht. Komm her. So. Gleich mal von Anfang an auf mich aufmerksam gemacht. Ein Scheiß bin ich. Junge, Junge. Komm, streck nochmal deinen hässlichen Schädel raus. Damit ich dich platt machen kann.
Er ist ausgehalten, ey. Die liegt viel präziser in der Hand, habe ich das Gefühl. Ja, genau. Die ist natürlich jetzt nicht durchgeladen. Tja, das dazu. Die Akustik ist tatsächlich etwas irreführend. Wollte bloß sicher gehen, dass er definitiv tot ist. Ich wechsle es jetzt mal aus. Naja, okay, die ist fast genauso schlimm gesprungen wie die andere vorher auch. Bewegt sich da irgendwas? Sieht irgendjemand was? Bitte einmal hier schreien. Bei solchen Situationen weiß ich dann, dass meine Kontaktlinsen nicht so gut sind, wie ich dachte. Ja, da bin ich. Schön gut, Pendejo. Sie ist gut, ich bin alleine. Alter Schwede, den habe ich jetzt gerade so noch erwischt. Jetzt war sie gesehen. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass die da oben auch rumstehen. Von Idiot würde ich jetzt so nicht sprechen. Außerdem würde ich eh nicht davon sprechen, dass ich ein Idiot bin, wenn ihr mich zu Zehnten nicht erledigen könnt. Okay, Pumpgun-Muni. Die anderen will ich schon noch aufplündern. Habe ich doch noch ein paar erwischt. Muss man doch nicht den hier gutes Zeug hier liegen lassen, vor allem die Munition. Da liegt der nächste. Kalaschnikow-Muni. Der Atmen kann man aber auch echt überhaupt nicht trauen. Der hätte sich mal an, als ob er gerade gleich hier irgendwie das Zeitliche segnen würde. Erstickungstod sterben oder sowas in der Richtung und dann, boah, geht aber noch. Die Frage
Frage ist eher, ob ich überhaupt noch hier die Dinge brauche. Wahrscheinlich dann oben nicht mehr. Die Gasmaske. Achso, nee. Klar, bin ja an der Oberfläche, da brauche ich natürlich die Gasmaske. Was für eine dumme Frage. Okay, damit würde ich allerdings aber auch sagen, willkommen an der Oberfläche und macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus.